Interalpin TV live dabei bei der offiziellen Eröffnung der 20. Interalpin 2013. Ganz herzlich willkommen heißen zur offiziellen Eröffnung der Interalpin 2013. Es ist die 20. Interalpin seit ihrer Gründung im Jahr 1974. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie als Geschäftsführer der Kongressmesse Innsbruck sehr herzlich zur Eröffnungsfeier der Interalpin 2013 begrüßen. Wir feiern nicht nur die Eröffnung der größten Interalpin-Messe, sondern wir feiern auch das 20-jährige Jubiläum. Was 1974 als kleine begleitende Veranstaltung zu einem Skipistenkongress begann, ist nun die weltweite Messe für die alpinen Technologien. Ladies and gentlemen, we've been staying through at the first generation. We will stay and be there. We will not go to the second and third and fourth generation. And this is also, I mean, the key goal of this exhibition today. Ich darf Sie natürlich auch recht herzlich begrüßen und freue mich, dass wir vom österreichischen Fachverband der Seilbahnen diese Messe unterstützen können. Wo sonst sollen wir unsere Tagung halten? Natürlich bei unseren Produzenten, bei der Industrie. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen auch sagen darf, dass wir eine ganz wunderbare Wintersaison hinter uns haben. Sehr geehrte Frau Landesrätin, Herr Präsident, lieber Franz Hörl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen hier in Innsbruck, in unserem Land Tirol, zu der Interalpin Messe. Und bin eigentlich schon stolz darüber, dass jetzt zum 20. Mal diese Messe stattfindet. Wenn man sich die Bilanz vor zwei Jahren anschaut, so waren rund 20.000 Besucher hier bei dieser Messe, 600 Aussteller aus 70 Nationen. Und deshalb ist es schon eine Freude, feststellen zu können, dass es sich hier um die weltweit größte Interalpin-Messe handelt, beziehungsweise die Messe der Seilbahnwirtschaft. Und deshalb meinen herzlichen Dank, dass diese Messe immer wieder hier in Innsbruck, in unserem Land Tirol stattfindet. Und ich bin natürlich deshalb gerne hier bei der Eröffnung dieser Messe. Qualität vom Personal beginnend bis zu der Seilbahnwirtschaft. Und bedanke mich daher, dass immer wieder Investitionen durch die Seilbahnwirtschaft stattfinden. Es hat Hannes Barth etwas ganz Richtiges gesagt. Was wäre, wenn wir keinen Tourismus in den Tälern hätten? Wir hätten schon längst eine Landflucht. Die Menschen würden nicht bei den Tälern bleiben. Und gerade durch diese Investitionen, die also stattgefunden haben, im Bereich der Seilbahnwirtschaft, mit Investitionen im Bereich des Tourismus ist es uns gelungen, diese Landflucht zu verhindern. Und das Zweite ist, die Menschen haben Beschäftigung im Land. Wir sind die beste Region innerhalb Europas. Hängt aber nur damit zusammen, dass man investiert hat in den Tälern, hängt damit zusammen, dass die Menschen auch in den Tälern bleiben. Und ich glaube, es ist bezeichnend, was hier in Ischgl alles passiert ist, aber auch in allen anderen Regionen, dass wir den Menschen eine Perspektive in den Regionen, Orten und Weilern bieten können. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, was die Seilbahnwirtschaft leistet. Ich bin der Überzeugung, dass auch immer wieder Investitionen getätigt werden, damit letztendlich auch die Bauwirtschaft, Baunebengewerbe Arbeit in unserem Land Tirol hat. Seien Sie noch einmal herzlich willkommen in unserem Land Tirol hier in Innsbruck. Haben Sie einige schöne Tage hier und ich wünsche alles Gute und darf somit ganz offiziell die Interalpin-Messe 2013 für eröffnet erklären.